Unsere Vorschläge und Forderungen waren für viele unmittelbar einsichtig. Sicherheit in Europa durch Entspannungspolitik, Abrüstung und Demokratie statt Notstandsgesetze. In Übereinstimmung und solidarisch mit der amerikanischen Protestbewegung demonstrierten wir gegen den Krieg in Vietnam. Und wir protestierten gegen die aberwitzige Idee eines Atomminengürtels an der Grenze zur DDR, ein wahres nationales Selbstmordprojekt. Dem Ostermarsch 1967 gaben wir eine neue inhaltliche Struktur. Am Samstag Demonstrationen in Fürth und Erlangen, am Sonntag in den Konferenzräumen der Meistersingerhalle drei Seminare mit den Themen Frieden in Vietnam, Sicherheit in Europa, Schutz der Demokratie und am Spätnachmittag ein Hörstück mit dem Titel Notstandsreport. Es ging uns um Information, um Aufklärung. Der Montag stand im Zeichen des gemeinsamen Ostermarsches von der Falschstoßanlage durch die Stadt zur Meistersingerhalle, wo im großen Saal unsere Abschlussveranstaltung stattfand. Als Redner hatten wir den kirchenkritischen Schriftsteller Karl-Heinz Deschner gewonnen. Den musikalischen und kabarettistischen Teil des Programms bestritten unter anderem der kanadische Volkssänger Perry Friedman, Fasia Jansen, die das Lied Unser Marsch ist eine gute Sache bekannt und populär gemacht hat, und Hannes Stütz, der den Text und die Musik zu diesem Lied geschrieben hatte, sowie Juan und José, die katalanischen Liedersänger, die katalanische Lieder gegen den Krieg sangen. Die Ostermarschaktivitäten 1958 standen im Zeichen der kurz bevorstehenden Verabschiedung der Notstandsgesetze im Bundestag und des Bundesparteitags der SPD, auf dem dieses Thema auch eine Rolle spielen würde in den Diskussionen. Der örtliche Ostermarschausschuss war inzwischen Zentrum des Kuratoriums Notstand der Demokratie, dem eine Reihe von Gewerkschaftern wie Walter Ranzenberger, der Kreisvorsitzende des DGB, angehörten. Mit einer Ostermarschrevue im kleinen Saal der alten Meistersingerhalle hatten wir der alten Messehalle natürlich. Mit dieser Veranstaltung hatten wir Ende Januar begonnen, für den Ostermarsch 1968 zu mobilisieren. Im Anschluss an diese Veranstaltung demonstrierten wir vom Berliner Platz zum Omnibusbahnhof an der Marienstraße und erlebten dabei das erste Mal studentische Demonstrationsformen. Erst wurde der Rathenauplatz blockiert, mit einer Sitzblockade gesperrt. Nach einiger Zeit ging es weiter im Laufschritt und mit dem rhythmischen Sprechchor Ho 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 Chi Minh. Wir protestierten ja auch gegen den Krieg in Vietnam. Aber das war nun nicht mehr die Art und Weise, wie die inzwischen älter gewordenen Ostermarschierer von 1961 politische Forderungen und Proteste in die Öffentlichkeit getragen hatten. Es war zumindest für viele von uns gewöhnungsbedürftig. Ganze Gruppen unserer Kollegen scherten aus der Demo aus und liefen distanziert nebenher. Am Omnibusbahnhof, dem heutigen Willy-Brandt-Platz, erklärte ich die Demonstration entsprechend den Bestimmungen des Versammlungsgesetzes für beendet und aufgelöst.
Aber die Mehrzahl der Teilnehmer ging natürlich nicht nach Hause, sondern zum Grand Hotel, blockierte die Bahnhofstraße, skandierte Sprechchöre gegen den Krieg in Vietnam, bis die Polizei die Demonstration gewaltsam auflöste. Die Februarwochen standen im Zeichen der Auseinandersetzung um die Notstandsgesetze. Am 17. März, dem Tag der Eröffnung des SPD-Parteitags in der Meistersingerhalle, veranstaltete das örtliche Notstandskuratorium auf dem Platz der Opfer des Faschismus eine Kundgebung mit dem Motto Notstandsstaat. Jetzt bin ich extra weggegangen, damit es nicht so schallt. Ich habe einen Befehl gekriegt, du sollst näher ran. Ne, also, dann gehe ich näher ran, ich fresse auch das Mikrofon, wenn du willst. Wir haben also eine Kundgebung veranstaltet unter dem Motto Notstandsstaat oder soziale Demokratie. Redner waren unter anderem der Staatsrechtler Dr. Helmut Ritter und Kurt Georgi, der zweite Vorsitzende der Gewerkschaft Holz und Kunststoff. Nach Beendigung der Kundgebung kam es vor der Meistersingerhalle zu üblen Pöbeleien. SPD-Fahnen wurden angezündet, Herbert Wehner und Willy Brandt wurden angerempelt, als sie die Halle betreten wollten. Das Kuratorium verurteilte diese Übergriffe konsequent. Handgreiflichkeiten und mutwillige Sachbeschädigungen sind keine Mittel der politischen Auseinandersetzung, erklärten wir in der Öffentlichkeit. Und die Vorgänge waren natürlich ausgesprochen kontraproduktiv und ramponierten unser Ansehen, insbesondere bei den Gewerkschaften. Die Ostermarschaktivitäten 4 Wochen nach dem Parteitag waren überschattet von diesen Vorgängen. Mehr noch allerdings von dem Attentat auf den bekannten Sprecher der Studentenbewegung Rudi Dutschke am Grünen Donnerstag in Berlin, dass dieser schwer verletzt überlebte. Wie stark dieser Anschlag die ganze politische Atmosphäre bestimmte, merkte ich, als ich am Ostersonntag auf dem Duldplatz zum Auftakt des Ostermarsches in Amberg sprach, nicht die Positionen der Kampagne für Abrüstung, sondern Rudi Dutschke und die Studentenbewegung waren das Thema unter den Marschteilnehmern. Der Marsch in Nürnberg am Ostermontag 1968 entsprach dem, was wir im Januar erlebt hatten. Es war für längere Zeit der letzte Ostermarsch, nicht nur in Nürnberg. Erst seit Anfang der 80er Jahre, im Gefolge der großen Kundgebungen gegen die sogenannte Nachrüstung, sind Ostermärsche wieder feste Termine der Friedensbewegung. Gefragt, was wir denn bewirkt haben mit den Ostermärschen 1961 bis 68, sage ich, wir haben den Kampf dem Atomtod nicht 3 Monate, nicht 3 Jahre, sondern wir haben ihn 8 Jahre fortgesetzt. Wir haben den Beschimpfungen und Diffamierungen der kalten Krieger widerstanden. Wir haben in der Region einen kleinen Beitrag geleistet zu den 10 regionalen Ostermärschen der Kampagne für Abrüstung in der Bundesrepublik. Und wir Ostermarschierer haben damit vielleicht auch einen klitzekleinen Beitrag geleistet zum Zustandekommen des Atomteststoppabkommens 1963 und dem Atomwaffensperrvertrag 1968. Was wir bei unserem
unseren Kampf dem Atomtod nicht erreicht haben. Wir haben die Apathie und Gleichgültigkeit der 60er Jahre, die kopfschüttelnde Verständnislosigkeit bei den Menschen am Straßenrand nicht überwinden können. Erst vor dem Hintergrund von Tschernobyl und Fukushima und der permanenten Bedrohung durch das Restrisiko, von dem wir vor 50 Jahren noch nie gehört hatten, was bei der friedlichen Nutzung der Atomenergie anfällt, da scheint sich diese Gleichgültigkeit aufgehoben zu haben. Der jungen Generation von heute ist zu wünschen, dass sie allen Verharmlosungen und Beschwichtigungen der Mächtigen misstraut und sich niemals, zu keiner Zeit, der Interesselosigkeit und der Gleichgültigkeit überlässt.